und dabei seid, wie wir die Dörfer hier erweitern. So, in der vorigen Folge haben wir wieder ein bisschen gebaut und versucht hier Bauholz zu bekommen in Immenreuth, weil das ist echt ein bisschen sparsam hier. Im Moment haben wir eins, wir haben jetzt drei Holzfällerhütten, so langsam sollte das hier was werden. Dann haben wir Backstation ein bisschen umgeändert, weil wir hier in Eichenau brauchen wir sehr viel Bier, sonst können wir die Häuser hier nicht weitermachen, das ist schon super. Dann können wir hier schon die Schneiderei auf 3 machen, dann haben wir schon mal 3 Hofstätten auf 3, die wir ja auch brauchen. Das ist unsere nächste Siedlungsstufe und dann brauchen wir 10 Häuser, also 3 von 10. Das ist prima. Können wir die nächsten auch schon machen. Wie viel Bauholz haben wir? Auch eine ganze Menge. Dann können wir... brauchen wir noch 25. Okay. In Immenreuth ist das Lagerhaus voll. Müssen wir noch ein bisschen was verkaufen hier, weil wir einfach ja, ein bisschen zu viel haben. Aber ich weiß noch nicht, was genau. Bretter haben wir jetzt 730. Verkaufen wir schon. Dach haben wir. Was ist das auch noch? Heute haben wir 5 Eisenerz. Ach ja, da wollten wir ja, genau, da wollten wir ja eine. Haben wir den noch nicht hier? Einen Brandofen? Immer noch 2. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Das haut irgendwie hier nicht hin. Die Lager sind voll und wir können nichts tun. Das ist voll doof. So, Militär wollten wir noch gucken. Wollten wir ein bisschen auf- und abrüsten. Dann lösen wir erstmal auf. Wir ja noch nicht machen das Gefolge. Die werden wir natürlich auch im Auflösen. Dann haben wir die, da können wir auch noch nichts machen. Dann werden wir neue machen. Und zwar diese hier. Und die Bogenschützen natürlich. Sieht doch gut aus. Und zur Not können wir uns ja immer noch hier am Söldner holen. Wir haben ja genug. 1,1 will der König schon von uns haben. Das ist schon eine ganze Menge. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, was hier in... Da haben wir 7 neue Familien. Das ist schön. Ach nein, 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 nein. Nochmal eben dahin. Da müssen wir eine Schmiede haben. Dorfschmiede. Achso, geht ja noch gar nicht. Ist immer noch ein Bauholz. Na gut. Dann können wir das vergessen. Hier haben wir noch keine Windmühle, oder? Ne. Müssen wir noch eine Windmühle haben? Gerste, Flachs und Weizen. Ja, dann bauen wir hier ein bisschen weiter.
So schnell sind die Leute wieder weg und eingestellt. Hatten wir da jetzt eigentlich auch jemand? Was ist denn das jetzt? Ach, da hatten wir noch gar nichts gemacht. Ach, das ist Eisenvorkommen, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zum... Aber ja, da ist jemand dran. Okay, da ist einer und... Ja, da haben wir nur Eisenvorkommen in der Nusslohe. Den brauchen wir den Brennofen gar nicht. Ich hab doch hier, was ist denn das? Sand. Fünf haben wir hier noch, das ist ein bisschen wenig. Ja, da das Bauholz laufen sollte, dann finde ich das echt super. Why do I have to carry this alone? Das ist sehr gut. So haben wir denn jetzt endlich hier. Sind die Leute denn jetzt zufrieden? Wunderbar, jetzt haben wir kein Geld mehr, um zu bauen. Aber jetzt haben wir... Quatsch. Ah, 5 von 10 brauchen wir noch 5 Stück. Also Handelsposten, was können wir hier noch verschauern, damit wir zu Geld kommen? Wow. Aber dazu brauchen wir Geld, um die anzustellen. Das ist ja wieder von dich.
erstmal Geld rein, bevor Geld raus. Step right up and sample. Ja, es läuft alle, würde ich sagen. Oh, 39%. Die ist ein bisschen sauer hier. Alles an Ärger, 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 Ärger. So, da bin ich wieder und jetzt geht's erstmal weiter. Das bauen aus. Wie viel haben wir hier? 105%. Ich muss vorwärts. Warum liegt denn hier in Eichen? Oh, genau. Wie brauchen wir die? Das Geld für den Umbau. Achso, der war noch nicht so weit. Und der? Der will noch Lebensmittelstände haben. Und der will auch Lebensmittelstände haben. Ich weiß nicht warum, aber naja, wenn das so ist, dann ist das so. Da muss ich eben andere nehmen. Kann auch auf Stufe 3 und dann kann ich dem gleich. Der hatte noch gar nichts. Ach, der Schwarhof steht da 1. Die erstmal umsetzen. Okay, jetzt habe ich. Es fehlt uns ein bisschen Geld. Ist nicht so schlimm. Wird schon schief gehen. Jetzt ist es da wieder kalt. Dann ist mir auch kalt. Schon schön aus, die Häuser, wenn die auf Stufe 3 sind. Ne? Man, so ist es ja nicht. Echt hübsch. Das ist prima. Da ist noch eins. Was fehlt dem? Wir machen Lebensmittelstand, okay. Was ist mit dir? Was fehlt dir? Lebensmittelstand. Den können wir bauen. Dem fehlt auch Lebensmittelstand. Wahrscheinlich dir auch. Jop. Auch. Wie viel haben wir denn jetzt bei euch? 9 haben wir. Wieso leidet eine Familie Hunger? Ihr könnt keine Familie Hunger leiden. Die ist doch niemand. Irgendwie nach Hause, wenn du Hunger leidest. So Quatsch.
Siedlungsstufe erhöht. Ah, genau, prima. Das wollte ich erreichen. Jetzt brauchen wir 15 Häuser. Was können wir hier machen? Äpfel? Ja, ich glaube wohl. Oder nee, Äpfel machen wir. Das dauert zwar jetzt noch ein bisschen, aber dann haben die noch eine Nahrungsquelle dazu. Die hatten doch hier gerade da, war das, ne? Der hatte noch keine. Dann fangen wir hier nämlich schon mal an mit Äpfel. Das dauert jetzt ein bisschen. 3 Jahre oder so, hatte ich gelesen, dauert das, bis die soweit sind. Aber das ist ja nicht so tragisch. Sonst läuft hier alles. Jetzt im Winter läuft sowieso nicht so viel. Allgemeines Lager, Lebensmittellager. Okay. Können wir jetzt als nächstes ein bisschen Geld hier zusammen haben, die nächsten Handelsroute aufmachen, würde ich sagen. Hier bei Schuhe. Na, da müssen wir 400 zusammenkriegen. Jetzt haben wir 87. Und das sollte dann ja wohl funktionieren. Dann gucken wir mal bei Immenau. Immenreuth meine ich nicht Immenau. Bei Immenreuth, ob wir jetzt Bauholz haben, dass wir hier vorwärts kommen. Oh ja, 24 Bauholz. Ey, das ist ja schon mal was. Dann können wir ja anfangen, hier auch umzubauen. Wenn die jetzt damit einverstanden wären. Die aber auch Lebensmittelstände haben wollen. Ey, seid ihr doof oder was? Da ist einer. Einmal umbauen. Zweimal umbauen. Die sind natürlich nicht so weit. Einen einzigen brauchen wir noch. Kommt schon, Jungs. Na gut. Da haben wir denn erst zwei. Die wollen ja alle nicht hier. Die wollen sich nicht vergrößern. Die wollen alle noch einen zweiten Lebensmittelstand haben. Aber ich kann mir die ja nicht aus Rippen schneiden. Der Markt ist so, ja, es geht. Man, die dreht sich hier zu Tode, aber allgemeines Lager 1. Schafe haben wir auch schon ganz schön viele hier. Ja, viel bestimmt zeigen wir mir nicht an. Und da. 19 von 38. Ja, es geht aber. Ist okay. 29, 277 Bretter, Werkzeuge. Schmiede könnten wir so langsam bauen. Aber wir haben noch keine Dings. Dann brauchen wir wohl noch Hofstätten 1. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 30 Bauholz. Das ist ja endlich mal was Feines.
nichts mit Imreut. Und was haben wir jetzt in Na, guck mal. Wir bauen sie auch schon alle fleißig um. So, der war noch dabei. Warte, gerade um. So, die muss erstmal wieder Holz kriegen. Jetzt brauchen wir hier noch einen Fernholzposten. Kostet das was? Nussflohe haben wir eine 1. Da machen wir doch natürlich Fleisch. Aber haben wir eigentlich auch genug gehabt. Hätten wir auch anders machen können jetzt. Aber ist egal. Was wir haben, das haben wir. Da brauchen wir natürlich. Ich habe im Gemeinschaftsofen jemanden sitzen, aber nicht da. Das ist ja Quatsch. Oh. Ja, wieso? Wenn Schafe, die können ruhig mal nass werden. Plätze. Naja, egal, Karl.
auch schon. Taverne ist super. So, was haben wir jetzt? 5 Häuser brauchen wir noch in Stufe 3. Hier ist schon mal eins. Haben wir wieder was? Ja. Was fällt denn? Ah, Lebensmittelstand. Wie immer. Nussruhe haben wir die Siedlung. Cool. So langsam wird's hier was. Den können wir umbauen. Den können wir umbauen auf 2. Den können wir umbauen. Ja, jetzt langsam an. Funkt. Bedürfnisse nicht erfüllt. Lebensmittelstand. Okay. Schusterwerkstatt hat immer noch Probleme mit Lebensmitteln. Schneiderei. Lebensmittelstand 3. So, gehen wir mal zur Nusslohe. Ja, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das da weitermachen. Und die Nusslohe ist unten. Wo war sie jetzt? Hier. Da haben wir einen Siedlungsstand erreicht. Dann nehmen wir gleich hier den schweren Pflug. Damit die hier beim Bauernhaus arbeiten können damit. Und bauen das natürlich auch gleich um. So, die brauchen jetzt natürlich alle noch Lebensmittelstand. Und die sind ja auch noch ein bisschen am Umbauen hier. Wenn man schon so viel gebaut hat, dann ist das schon ein bisschen, was fehlt wo noch und was muss ich wohin und so. Das, ja, da muss man schon ganz schön aufpassen jetzt. Stall haben. Und dann will ich nämlich die Viehzucht jetzt, den Fernholzposten jetzt eigentlich schon gebaut. Ja, eigentlich schon, ne? Ne, haben wir noch nicht. Backstation, den anderen, Industriehandel. Den Viehhandelsposten drehe ich mal um. Ja, super. Dahin. Das Herrenhaus haben wir hier auch noch nicht. Dann müssen wir das auch noch bauen. Oder haben wir das schon? Ne. Ja, ja. Sollt ihr einfach nur bauen und mehr nicht. So, prima, prima. Also die ersten Versuche, die wir ja hatten, hat nichts funktioniert und jetzt kriegen wir es so langsam hin. So, hier können wir jetzt... Warte mal. Part hier. Eisenvorkommen. Und zwar... Achso, da arbeitet schon einer. Oh, okay. Dann brauchen wir ja jetzt nur noch eine... Die haben wir hier noch nicht, ne? Das ist immer so... Müssen wir so einen kleinen Zettel haben, das und das ist schon hier. Hier sind noch keine Familien eingezogen. Die müssen wir nochmal mit Straßen verbinden hier.
her. Super, mal ein bisschen schneller laufen lassen. So langsam nimmt unser Dorf ja wohl Form an. So ist schön hier, Leute. Prima. Kleidung. Ja, Taverne fehlt jetzt hier noch. Aber wir können erstmal eine Melzerei bauen. Damit ihr nämlich hier schon mal Alkohol machen kann. Königliche Steuer erhöht. Wie viel haben wir jetzt? 1,1. Ist auch schon eine ganze Menge, ne? So. Feinde gesichtet. Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ah, okay. In Nusslohe, dann. Macht euch mal auf den Weg. Ich wollte eigentlich jetzt Feierabend machen, aber da machen wir jetzt erst noch weiter. Damit wir die Feinde hier von unserer Karte tilgen, wo sie auch immer hinrennen, weil ja, wo sind sie denn jetzt? Die war noch hier. Die weggerannt? Hallo? Naja, wir schicken erstmal unsere Leute in die Richtung. Und wenn wir die nicht sehen, dann können wir auch nicht gucken, wo die sind. Das ist ja blöde. Im Wald versteckt. Hallo.
Was ein Gemetzel da. Wie, meine Soldaten fliehen? Was soll das denn? Wo sind sie denn hingeflohen? Hier habe ich ganz wenig Brunnen nur, ne? Aber da kommen jetzt die nächsten. Weg. Und die hauen auch ab. Jetzt müssen wir es eigentlich geschafft haben. Die Musik ist aber noch. Jetzt ist es geschafft. Gut. Und mit dem Ausklang des Krieges, jetzt müssen wir natürlich erstmal die. Komm, haut mal hin da. Das da schnell fertig machen lassen, damit die Leichen. Was können die nämlich jetzt? So. Jetzt können die das da machen. Und wir werden das für heute beenden. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt und freue mich auf weitere Videos mit euch. Wenn euch das Video gefallen hat und das, was ich getan habe und gemacht habe für euch, für uns, für das Spiel, dann lasst doch einen Kommentar da, ein Like und ein Abo, das würde mich sehr freuen. Würde den Kanal auch ein bisschen weiter nach vorne bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Ciao!